Hallo Leute, hier ist der Jens von den Tabletop Generals und heute gibt es wieder einen Spielbericht für euch. Ja, ich werde eine Partie Bolt Action spielen und zwar hier auf dieser, ja, doch sehr bewaldeten Platte mit ein paar Häusern. Und der Plan ist, dass es weitergeht mit dem Polenfeldzug. Allerdings, ja, werden hier die Sowjets gegen die Polen kämpfen. Ja, viele von euch wissen es, aber halt längst nicht alle, dass Polen sowohl von den Deutschen als auch von den Sowjets angegriffen bzw. besetzt und überfallen wurde. Und ja, hier wird jetzt eben ein polnischer Zug für Bolt Action gegen einen russischen Zug antreten. Das Ganze ist angesiedelt rings um das Gefecht bei Jablon. Das ist irgendwo nördlich von Lublin. Wir haben also den 27. September 1939. Und die Sowjets treffen hier auf dieser Platte auf die Polen. Ja, spielen werde ich gegen mich selbst. Und ich habe hier einen Würfel für die Polen. Hier haben wir den polnischen Adler drauf und einmal Hammer und Sichel für die Sowjets. Und die Seite, die den höheren Wurf erzielt, beginnt von da drüben. Spielen werde ich Meeting Engagement, also diese, ich glaube, heißt so was wie zufällige Bewegung. Und ja, beide Armeen sind komplett in First Wave. Das heißt, es gibt nichts, was in Reserve kommt. So, die Sowjets kommen von da und das bedeutet, die Polen beginnen hier. Bevor ich jetzt zur Armeevorstellung komme, erst einmal kurz das Gelände. Und wie ich ja schon gesagt habe, ist das hier sehr bewaldet. Und Wald bei Bolt Action, wisst ihr ja alles, Dense Terrain. Man kann also nicht hindurch gucken, sondern nur hinein und bekommt dann halt Soft Cover. Hier sind auch einige Steinmauern. Steinmauern geben Hardcover und die Gebäude geben auch Hardcover. Allerdings geben diese Gebäude kein extra Protection. Dann die Kisten und Fässer, die sind nichts, die sind einfach nur für zum cool Ausschauen. Und dasselbe gilt für das Islandmoos, was hier überall rumliegt, und auch den Brunnen. Also relativ einfach, die ganzen Wälder geben Softcover und die Gebäude und Mauern Hardcover. Jo, das war's schon für das Gelände. Hier sind die polnischen Truppen. 635 Punkte. Angeführt von einem normalen Leutnant mit zwei Begleitern. Und er ist regulär. Dann haben wir ein Anti-Tank-Rifle-Team. Auch regulär. Dann haben wir eine leichte Pack, auch regulär. Dann haben wir ein Maschinengewehrteam, auch regulär. Dann haben wir den Marksman, das ist der einzelne polnische Scharfschütze. Der ist Veteran. Dann haben wir einen leichten Mörser, auch regulär. Dann haben wir zwei 10-Mann-Trupps, einen hier und einen da. Beide sind unerfahren. Und ja, jeweils 10 Mann, aber keine Spezialwaffe. Und dann haben wir noch zwei 10-Mann-Trupps, die sind regulär. Einer hier und einer da und jeder der Trupps hat eine Bar. Ja, das sind 635 Punkte, bereit ihre Heimat gegen die Sowjets zu verteidigen. Hier sind die angreifenden Sowjets. Es gibt hier
einen unerfahrenen Leutnant mit zwei Begleitern. Und er ist ein First Lieutenant, also Oberleutnant mit zwei Begleitern, unerfahren. Dann gibt es drei 12-Mann-Trupps, also diese LMG-Squads. Einer hier, einer da und einer da. Und die sind alle unerfahren, haben aber immer ein leichtes Maschinengewehr. Dann haben wir hier den kostenlosen 12-Mann-Trupp. Und die Armee wird abgerundet, weil es hier so eine mechanisierte Division sein soll von den Sowjets mit einem BT-7. Der ist regulär und ein BA-10 und der ist auch regulär. Ja, das sind die Sowjets und die werden versuchen, das Dorf zu erobern und ja, den Polen eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Jo, auf geht's. Start von Runde 1. Und der erste Würfel geht an die Polen. Polnische Sonderregel, Communications Breakdown. Würfel könnte also wieder rein, soll er nicht. Dafür sollen die Polen was auf den Tisch bringen. Ja, für die Polen habe ich hier das mittlere Maschinengewehr aufs Feld gebracht. Und die haben einen Run durchgeführt, sodass sie möglichst hinter der Mauer Stellung beziehen können. Und der nächste Würfel geht an die Sowjets. Ja, hier habe ich einen 12-Mann-Trupp der Sowjets aufs Feld geholt, auch mit einem Run. Und der nächste Würfel geht wieder an die Sowjets. Ja, hier ist der zweite russische LMG-Squad aufs Feld gekommen, auch mit einem Run. Die sind aber hauptsächlich hinter dem Haus, während die ja, über die Pläne laufen. Dann gibt es einen Würfel für die Polen. Hier vorne habe ich den polnischen Scharfschützen platziert. Nur mit einem Advance, weil ich gehe ja durch den Wald. Er hat aber von da, wo er ist, keine Ziele in Reichweite. Und dann gibt es den nächsten Würfel für die Sowjets. Ja, hier ist der dritte russische Infanterietrupp, auch mit einem Run aufs Feld. Und der nächste Würfel geht an die Polen. Ja, die ersten 10 Polen mit, also der unerfahrene Trupp ist hier aufs Feld gekommen, hat sich hinter der Scheune, Karte, wie ihr es auch immer nennen wollt, so ein bisschen versteckt. Ja, und hart der Dinge, die da kommen mögen. Und der nächste Würfel geht an die Polen. Ja, da habe ich den leichten Mörser für die Polen aufs Feld geholt mit einem Run. Und wieder ein Würfel für die Polen. Ja, ich habe hier mehr Polen aufs Feld gebracht. Der zweite unerfahrene Trupp ist hier neben diesem Bauernhaus vorgerückt. Und es gibt noch einen Würfel für die Polen. Von der Hausregel her könnte der jetzt wieder rein. Aber für die Sowjets ist es, glaube ich, gut, wenn die Polen erstmal weitermachen. Ja, hier ist ein weiterer polnischer Trupp, diesmal reguläre mit einer Bar. Aber auch die haben einen Run gemacht, gibt also auch hier keinen Beschuss. Und es geht weiter mit den Polen. Ja, hier ist der polnische Offizier und seine Begleiter, sodass er moralische Unterstützung liefern kann für die Unerfahrenen auf dem Ende und wahrscheinlich mit einem Run da drüben zumindest ein bisschen helfen kann. Der nächste Würfel geht an die Sowjets. Ja, hier ist der kostenlose Trupp. Auch mit einem Run vorgerückt. Der nächste Würfel geht an die Polen. Ja, letzter polnische Infanterietrupp ist hier aufs Feld gekommen. Auch mit einem Run. Einfach keine Ziele. Ja. Und dann kriegen die Sowjets einen Würfel. Und danach ist es 2 zu 2, was die Würfel anbelangt. Ja, hier ist der russische Zugführer. Ja, so dass er die Masse seiner Truppen unterstützen kann. Und der nächste Würfel geht an die Sowjets. Na, hier ist der BA-10.
Und der wird mit dem Hauptgeschütz da auf die Infanterie schießen und mit dem leichten Maschinengewehr vorne in der Hülle im Chassis da auf die Unerfahrenen. Hier ist der Beschuss. Der rote ist das Kampfgeschütz. In die Jungs ist bewegt und das leichte Maschinengewehr vorne auch nur bewegt. Dann haben wir zwei Treffer mit dem Maschinengewehr. Und das sind zwei Kills bei dem Polen. Und dann müssen wir da drüben einmal gucken, wie viele Leute unter die Schablone passen. Aber ich würde fast sagen, das sind drei. Na. Reguläre 1 Zoll Schablone ab der 3 tot. Das sind zwei Tote, aber nicht aussuchen. Und dann wie viele Pinmarker? Ein Pinmarker. Verluste sind entfernt, Pinmarker platziert und der nächste Würfel geht an die Polen. Ja, dann denke ich, hole ich mal die Pack für die Polen. Ja, die Packbesatzung hat sich hier so ein bisschen abgemüht, Straße hoch und haben zwar eine Sichtlinie auf den BR-10, allerdings dürfen die ja nach der Bewegung nicht schießen. Und dann haben die Polen den letzten Würfel und das ist den ihr Anti-Tank-Rifle-Team. Anti-Tank-Rifle-Team ist hier im Wald aufgetaucht und die können von hier schön den Armored Car sehen, also das Aufklärungsfahrzeug von den Russen, den BA-10. Und es gibt bewegt, Long Range und Soft Cover. Das war knapp. Gut, dann bleibt ein Würfel für die Sowjets und das ist der BT-7. Ja, letzte Aktion, Runde 1. Der BT-7 ist vorgefahren und wird mit seinem Hauptgeschütz da in die Infanterie schießen. Ja, wir haben nur bewegt, ist die 4. Ist nur eine 3, ist nix. So, das war's mit Runde 1. Runde 1, also nicht viel passiert. Sowjetische Infanterie komplett vorgerückt. Die einzigen Sachen, die geschossen haben, waren die Fahrzeuge. Und drüben auf der polnischen Seite im Endeffekt nur alles vorgerückt und das Anti-Tank-Rifle-Team hat versucht, auf den BA-10 zu schießen. Ja, das war also schon Runde 1. Na, dann räume ich auf und dann geht es weiter mit Runde 2. Erster Würfel in Runde 2 geht an die Sowjets. Wie schlau das jetzt genau ist, was ich hier tue, weiß ich selber noch nicht, aber ich habe ein bisschen hin und her überlegt, wie es genau gehen soll. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier vorne mit dem leichten Maschinengewehr erstmal da in die Unerfahrenen reinzuschießen. Und das ist nur. Ist das überhaupt Long Range? Gucken. Wenn es Long Range wäre, dann wäre das nix. Aber ist zumindest ein Treffer. Und dann ist es ein Kill und nicht auch so. Gut. Und dann an dem Ende mit dem leichten Maschinengewehr in die Pack. Das ist definitiv Long Range, ist also ab der 4. Oh, das sind vier Treffer. Und die sind regulär hinter einem Gun Shield, brauchen also 5. Das sind zwei tot. Und das Small Arms ist, also normale Waffen, keine schweren Waffen, bringt Exceptional Damage nichts. Aber die Polen müssen gleich einmal testen. Ja, hier ist die Pack, nur noch mit einem Besatzungsmitglied, ein Pinmarker und dann
muss er testen. Und das ist eine 7, regulär, Pinmarker, letzter Mann, er bleibt. Gut, weiter geht's. Nächster Würfel ist für die Sowjets. Okay, dann der Panzer wird als nächstes schießen. Und dann soll es den Jungs hier an den Kragen gehen. Also den Unerfahrenen. Und da ist das Kampfgeschütz gefragt. Eine 3. Diesmal ist es ein Treffer, weil es nicht bewegt. Und das sind 3 Leute unter der Schablone. Wahrscheinlich zumindest. Ja, 1 Zollschablone sind da 3. Ja, viel mehr wird es nicht. 3 Leute plus 1 sind 3 tot. Wie viele Pinmarker? Ein Pinmarker. Und da gehen hier 3 Leute weg. 1, 2, 3. Dann kriegen sie noch einen Pinmarker. Aber ich kann schon mal den nächsten Würfel ziehen. Und der ist auch für die Sowjets. Ich bin mit diesem Trupp erstmal vorgerückt und die können da die Unerfahrenen hinter der Hausecke sehen. Allerdings die 3 nicht, die müssten durch den Wald gucken, aber der Rest kann sehen. Und das ist bewegt, Long Range, Hardcover, Inexperienced. Also Doppel-6 für die Sowjets. Einer der Gewehrschützen schafft das vielleicht. Mal gucken. Nein. Naja, diesem Ende ist jetzt wieder Not gegen Elend angesagt, weil die Sowjets in der Infanterie ja alle unerfahren sind. Und der nächste Würfel geht an die Polen. Für die Polen habe ich hier den leichten Mörser, hier so von hier der Kante, da in den Wald bewegt. Und den Jungs wollen wir mal eine Granate auf den Helm werfen. Alles, was wir brauchen, ist ein polnischer Adler. Da ist er. Ja, sehr gut. Gut, das sind wahrscheinlich um die 4. 4 Leute. Ja. Und es gibt plus 1 und die sind unerfahren. Also ab der 2. Das sind 3 tot. Und jetzt geht es ums Aussuchen. Das würde ich nochmal vorschlagen. Kein NCO mehr. Und wie viele Pinmarker? Nur einer. Ja, nächster Würfel geht an die Polen. Dann gibt es als erstes Rally für die. Brauchen die. Rally. Sind unerfahren. Ist die 8. Ja, die brauchen jetzt eine Rally. Der Offizier ist innerhalb von 6. Aber locker. Wie viele Pinmarker weg? Alle. Polen haben sich noch ein bisschen was vorgenommen. Und der nächste Würfel geht an die Sowjets. Ja, hier mit dem Trupp bin ich vorgerückt. Und die werden versuchen, ihren Kameraden da drüben den Arsch zu retten, indem sie von hier den leichten Mörser beschießen. Und hier hinten irgendwie 2 Leute sind nicht in Waffenreichweite. Und für den Rest haben wir Long Range, bewegt, Small Team, Softcover, Inexperienced und so weiter und so weiter. Haben wir 3 potenzielle Treffer. Nichts draus geworden. Und der nächste Würfel geht auch wieder an die Sowjets. Der nächste russische Trupp ist vorgerückt. Und von hier das leichte Maschinengewehr kann die
die vier verbliebenen da drüben sehen. Und das ist bewegt, Long Range und Inexperienced. Es ist gar nichts. Ah, ja, sehr gut. Ja, und weiter geht es mit den Sowjets. Ja, hier ist der kostenlose Trupp vorgerückt. Und der nächste Würfel geht an die Polen. Wurde ja auch Zeit. Jetzt sind es ja nur noch 7:1 hier im Würfelbeutel. Hier die Unerfahrenen sind vorgerückt. Und von ihrer Position aus werden sie da die Jungs beschießen, die keinen Gruppenführer mehr haben. Und das ist bewegt, Long Range Inexperienced und Hardcover. Wobei, nee, ich hatte gerade eben geguckt, ist nur teilverdeckt, also Softcover, aber ändert trotzdem nichts an der Doppel 6. Also brauchen wir ein paar polnische Adler. 3 Stück. 10 Würfen ist das gar nicht so schlecht. Und, nein, nicht gereicht für einen weiteren. Und der nächste Würfel ist der letzte für die Sowjets. Und das ist der Zugführer. Und der wird einfach nur vorrücken, dass er ein bisschen die Lücke schließen kann. Und dann kann ich ganz, ganz viel Kram mit den Polen machen. Legen wir mal los mit den Polen. Als erstes das mittlere Maschinengewehr. Die zieht hier hinter der Mauer Stellung. Das Anti-Tank-Rifle-Team macht eine Bewegung. Ja, Inking da. Und dann wird von da auf den BA-10 geschossen. Und es ist Long Range und bewegt. Da ist der Treffer. Long Range und bewegt. Leute, Long Range ist nur noch 1. 1 gegen die 7 ist eine 6 und plus 1 für die Seite macht eine 5. Also 5 für Streifschuss, 6 für Volltreffer. Volltreffer. Gut. Und ja, was passiert im Fahrzeug? Ist eine 1, damit ist nur Down und 2 Pinmarker. Aber ist auch schon was. Gut, dann haben wir das erledigt. Down und 2 Pinmarker. Gut. Dann wird der Scharfschütze eine Position wechseln. Nach da. Ist ja auch schon durch. Wir haben Advance gemacht. Er hat einen Advance gemacht. Dann nehme ich als nächstes die und rücke mit denen hier so über das Kohlfeld vor. Vorgerückt sind sie, nur Ziele sind mau, also praktisch nichts irgendwie zu sehen. Dann haben wir hier den Offizier mit seinen Begleitern und der wird einen Run machen nach hier drüben. Also kommt. Und dann soll die Pack schießen auf den BA-10. Muss der eine Mann erstmal testen. Das ist kein Problem für ihn. Und dann muss er treffen. Und das war nur, ja, das nix, außer letzter Mann. Das sind Treffer. 4 ist eine 8. Das reicht für durchschlagen. Und eine 2. Das ist lahmgelegt. Und 2 Pinmarker. Der fährt also nicht mehr weg. Und
Hat jetzt schon 4 Pinmarker. Und dann bleiben noch die Jungs. Und die sollen hier im Wald vorrücken und dann dahin schießen. Das ist eine 9, reguläre. Aber weil der Offizier da ist, klappt das. Und dann können die vorrücken. Und dann gibt es gleich noch ein bisschen Beschuss. Ja, hier hinten zwei Leute sind mehr als 2 Zoll von der Waldkante weg. Für die haben wir bewegt, Long Range und Soft Cover. Das nix. Und für den Rest haben wir nur bewegt und Long Range, auch für die Bar. Und da sind es 5. Ja, ist ein ganzer Schwung. Das sind 4 Treffer. Wie viele Kills gegen die Unerfahrenen? 4 Kills. Und ein Pin. Ja, das war Runde 2. Ist ja ordentlich was passiert. Der BA-10 hat ordentlich Pinmarker einkassiert und ist lahmgelegt. Da die russische Infanterie, da ist der leichte Mörser drauf, eingerichtet. Aber hier die Infanterie hat, ja, alle Pinmarker ist sie losgeworden. Und der einzelne Mann an der Pack lebt auch noch. Es steht also noch 0-0 nach Siegpunkten und es geht los mit Runde 3. Und der erste Würfel geht an die Polen. Ja, erster Würfel Runde 3 geht an die Polen. Und dann wird der leichte Mörser ja, das wiederholen oder versuchen zu wiederholen, was er letzte Runde geschafft hat. Und ja, komm, die Sowjets stehen das. Brauchen sie nicht, es ist nämlich nur eine 1. Sehr cool. Brauchen sie nicht down gehen. Und schon kriegen die Sowjets einen Würfel. Ich habe das mal ein bisschen geändert. Ich nehme nicht einen Würfel, sondern ich mache hier eine Snap-to-Action. Und werde damit den Offizier aktivieren, also den First Lieutenant. Der sagt denen, die sollen vorrücken und da auf die Polen schießen. Und der sagt denen, die sollen auf die Polen da im Wald schießen. Und er selber wird dann auch noch ein Stück vorrücken. Allerdings erst, nachdem die anderen ihre Sachen gemacht haben. Und dann geht's los. Hier der Test fürs Schießen. Und das sieht gut aus, da ist der Pinmarker weg. Und hier der Test fürs Vorrücken. Auch das ist easy. Dann ist der Pinmarker weg. Und dann wird auch der Range-In-Marker weggehen. Ja, in Position habe ich sie gebracht. Und von hier wird da auf die Unerfahrenen geschossen. Das ist bewegt und inexperienced. Ja, ist Treffen auf die 5. Das ist eine 3 Treffer. Jetzt keine so dolle Ausbeute. Aber manchmal muss man nehmen, was man kriegen kann. Ne? Das sind 2 Tote. Und bleibt dabei. 2 Tote, ein Pin. Für die Polen da. Dann wird der Offizier und seine Begleiter da auf die regulären schießen. Und das ist bewegt, Long Range, Soft Cover und Inexperienced. Das ist also die Doppel-6, das nischt. Und dann bleibt von hier das Maschinengewehr ist Long Range, ist nur Soft Cover, Inexperienced. Das sind 4 Würfel auf die 5. Zumindest schon mal ein Pinmarker. Und dann bleiben 2, 4, 6 Gewehre. Treffen auf die 6. Und 2 mehr. Insgesamt 3 Treffer bei den regulären. Und nur der Pinmarker. War jetzt ja nicht so gut.
Aber immerhin, da zwei weg, Pinmarker und dann Pinmarker. Ja, und der nächste Würfel geht an die Sowjets. Dann wird es, glaube ich, Zeit, dass der BT7 etwas macht. Ja, ich bin mit dem BT7 die Straße runtergefahren, kann halt die doppelte Bewegung machen, habe also einen Advance gemacht und werde von da aus die Pack beschießen. Ist nur die Frage, nehmen wir das Maschinengewehr, das ist nur bewegt, oder nehmen wir die 1-Zoll-Schablone? Wir nehmen das Maschinengewehr. Bewegt. Auf die 4. Sind drei Treffer. Jetzt brauchen wir eine 5. Nur eine einzige. Da ist sie. Damit ist die Packgeschichte. Ja, jetzt ohne Pack. Und der nächste Würfel geht an die Polen. Dann sollen die Unerfahrenen hier erstmal zurückschießen. Das klappt, verlieren ihren Pinmarker. Und dann habe ich noch 2, 4, 6, 8 Würfel. Sowjets sind schon ordentlich verborgen. Geben wir Hardcover und Inexperienced macht Treffen auf die 6. Ein Treffer und kein Kill, nur der Pinmarker. Nächster Würfel: Polen. Dann die Jungs. Schießen. Das ist eine 6. Reguläre, nur ein Pinmarker. Alles easy. Und dann wird von hier geschossen auf. Auf was schießen wir denn jetzt? Auf die da unten. Dann habe ich wieder zwei Gewehre mit Long Range und Soft Cover. Mein Eintreffer. Und dann sind es 1, 2, 3, 4, 5 Gewehre und 2 für die Bar. Und da haben wir nur Long Range, macht also 4. Und insgesamt 5 Treffer. Unerfahren. Es sind 4 tot. Und nichts aussuchen. Also 4 tot und ein Pinmarker. Dafür die Sowjets. Und dann geht der nächste Würfel an besagte, also an die Rote Armee. Und weil ich es gerade noch sehe, die Jungs müssen jetzt auch testen. Aber alles easy. Hier mit den Jungs bin ich vorgerückt und die sollen da die 4 verbliebenen Unerfahrenen beschießen und ja, down gehen. Nee, hier wird nicht down gegangen. Also bewegt, Long Range, inexperienced. Sechsen. Ich sehe 4 Stück. Rein. Okay. Dann war es das für die. Passiert.
Ja, echt auch nicht. Ja, egal. Jetzt ist es halt so. Und der nächste Würfel ist auch für die Sowjets. Dann. Machen wir mal hier mit dem lahmgelegten BA-10 Rally. Das ist fubar. Ja, mal gucken. Ich glaube, es ist aber nichts innerhalb von 12 Zoll. Dann passiert nichts. Weil er kann nicht wegfahren und er beschießt folgedessen auch niemanden. Ja, dann behält er einfach seine vier Pin-Marker. Und der nächste Würfel geht an die Polen. Jo, als nächstes werden die Jungs auf die Infanterie schießen, die da vorgerückt ist. Und das ist alles nur Long Range. Also ab der 4. 5 Treffer. Und ab der 3. 3 Tote. Und ein Pin. Nächster Würfel, Polen. Dann. Wird das Maschinengewehr. Das Maschinengewehr? Nee. Zuerst das Anti-Tank-Rifle-Team wird hier an die Mauer gehen und dann da auf den BT-7 schießen. Das Anti-Tank-Rifle-Team hat hier den Wald verlassen, ist hier neben diesem abgestorbenen Baum in Stellung gegangen und legt nun an auf die Kehrseite sozusagen des BT-7. Das ist bewegt und Long Range. Ab der 5. Oh, da ist eine. Gut. Treffer. Und jetzt gibt es plus 1. Also 1 für die Waffe, 2 für von der Rückseite und dann gegen 8. 3 gegen 8 ist eine 5. Und da ist die 5. So, das ist also ein Streifschuss. Streifschuss 3 wird eine 1, sind zwei Pinmarker und er geht down. So. Zwei Pinmarker down. Und der nächste Würfel geht an die Polen. Ja, als nächstes schießt hier das Maschinengewehr. Da auf die Infanterie. Können immer noch welche sehen, dann haben wir Long Range und Cover. Das ist ein Treffer, also und ein Kill. Kriegen die auch schon ihren zweiten Pinmarker. Nächster Würfel, Sowjets. Das ist der kostenlose Trupp hinter dem Haus dort. Ja, die sind um das Haus einfach rumgelaufen und laufen hier geradeaus über das Schlachtfeld, ja, auf die polnischen Linien zu. Und hier gibt es noch zwei Würfel für die Polen. Das eine ist hier der Offizier. Und da drüben der Scharfschütze. Der Scharfschütze muss sich bewegen, um, ja, seine Sachen machen zu können. Und für den Offizier muss ich auch gleich mal gucken, wo der hingeht. Fangen wir hier drüben an. Der Scharfschütze ist hier aus dem Wald hinter die Mauer und soll auf die vorrückenden Green-Jungs schießen. Und weil er sich bewegt hat und sein Zielfernrohr noch nicht wieder richtig montiert hat, hat er halt keine Bonis für Scharfschütze. So trifft er bewegt und Long Range ab der 5. Da ist der polnische Adler. Das ist ein Treffer und ist ein Kill. Und
Nee, er kann nicht aussuchen. Nehmen wir hier einen weg. Gut, dann müssen die Sowjets aber würfeln. Also ich für die Sowjets. Was mit den Jungs passiert. Eine 5, die werden reguläre. Auch nicht schlecht. Gut, Pinmarker kriegen sie auch gleich noch. Und dann ist hier der Offizier vorgerückt. Und die schießen auf den russischen Offizier. Das bewegt Long Range und Hardcover. Doppelsechsen, nix. Ja, Sowjets sind ordentlich unter Druck geraten. Der BA-10 konnte kein Rallye machen. Dafür sind die Sowjets die packlos geworden, die hier war. Hier den Infanterietrupp, weil ich nicht down gegangen bin. Steht also im Moment 2 zu 0 für die Sowjets. Aber wir sind ja auch erst am Beginn von Runde 4. Ja, erster Würfel Runde 4 geht an die Polen. Gut, dann ist das Anti-Tank-Rifle-Team nochmal dran. Und schießt auf den BT-7 Long Range. Nächster Würfel, Sowjets. Dann wird das da drüben eine Snap-to-Action werden. Und dann mal gucken, wie sich das auswirkt. Fangen wir an. Dieser Trupp soll vorrücken und muss dazu natürlich erstmal einen Test bestehen. Aber wir haben einen Offizier hier in der Nähe. Könnte also klappen. Ja, das klappt. Ist der Pinmarker weg? Dann kriegen die eine Advance Order. Er selber wird auch vorrücken und schießen. Und die sollen auch vorrücken und schießen. Auch das klappt. Pinmarker weg. Und dann rücken die Jungs vor. Legen wir mal los. Dieser Trupp schießt auf die Regulären da im Wald. Und es ist bewegt, inexperienced und Softcover. Also auf die Sechsen. Ist ein Treffer. Und ein Kill. Und. Jetzt haben die Polen keinen NCO mehr. Das lief ja ganz gut. Das ist ja schon mal weg. Das ist der Pinmarker. Gut. Dann schießt der Offizier mit seinen Begleitern auch auf die Regulären da im Wald. Und jupp, das ist. Bewegt inexperienced soft cover. Auch Sechsen. Nix. Und hier muss ich eine Entscheidung treffen wegen down gehen. Da drüben war ja alles andere als glücklich. Die sind bewegt und inexperienced, aber nicht in point blank. Ist also die 5. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich wieder Mist gebaut habe, aber 2, 4. 6, 7 und 4. 7 und 4 sind 11. Ja, auf die 5. Die Polen gehen nicht down. Fünf Treffer. Zwei Kills. Aber nicht aussuchen. Und der Pin. Ja, das war ja,
der Anfang von Runde 4. Ja, weiter geht's, würde ich sagen, und zwar mit einem weißen Würfel für die Polen. Dann ist es Zeit, dass der Scharfschütze einen weiteren Pinmarker auf die bis vor kurzem Unerfahrenen packt. Die einzigen regulären Infanteristen für die Sowjets hier auf dem Spielfeld. Und jetzt trifft er ab der 3. Das ist ein Treffer. Und ja, reguläre ab der 4. Nein, nur ein Pinmarker. Und der nächste Würfel geht auch an die Polen. Dann wird hier das Maschinengewehr schießen. Auch auf die regulären. Und ja, einfach ab der 3 sind 3 Treffer. Ab der 4 2 Kills und nicht auch so. Aber schon der dritte Pinmarker. Und noch ein Würfel für die Polen. Na, dann wird hier geschossen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 2 für die Bar. So. Muss ich aber gleich einmal gucken, wer davon in Long Range ist und wer nicht. Lediglich die Bar ist in Short. Für die wäre es also die 3. Und für die Gewehre ist es ohnehin die 4, weil es Long Range ist. Oh, das ist verdammt gut schon wieder. Ich gehe auch, glaube ich, nicht oft genug down, aber... Oh. Wow. Okay, das kann ja dann auch keiner ahnen. 6 Kills. Aber NCO nicht aussuchen. 6 Kills, das sind 3, 6 und dann müssen die Sowjets testen. Eine 5 und 4 Pinmarker. Passt. Ja, die frisch gebackenen regulären stehen wie eine 1. Und der nächste Würfel geht an die Polen, aber aufgrund der Hausregel geht er wieder rein. Und der nächste Würfel geht jetzt an die Sowjets. Jo. Dann wird es doch Zeit, dass ich einen Test für den BT-7 schaffe, damit der ein bisschen schießen kann. Hervorragend. Ein Pinmarker weg. Und dann Feuer frei. Nachdem der BT-7 erfolgreich seinen Test geschafft hat, soll er hier auf die Infanterie im Wald schießen. Und dafür brauche ich eine 5. Das ist eine. Sehr gut. Es sind 4 Leute unter der Schablone. Und es gibt plus 1 ja, zum Ausschalten, weil sie reguläre sind, also ab der 3. Das sind 2 Kills. Und nicht aussuchen, wie viele Pinmarker? 2. Und dann 2 Leute weg. Nächster Würfel Polen. Hier unten der leichte Mörser wird da die Reste des Trupps da mit dem grauen Ring unter Beschuss nehmen. Und alles, was ich brauche, ist ein polnischer Adler. Nö, diesmal nicht.
Aber wenn die Sowjets sich nicht bewegen, ist es nächste Runde schon ab der 5. Und ein Würfel für die Sowjets. Ja, dann werde ich versuchen, hier vorne für den BA-10 Rallye zu machen. Insane Heroism. Das ja mal easy. Das sind dann drei Pinmarker weg. Und dann ist ja nächste Runde ja fast wieder gut davor. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, wie das ist, wenn man Insane Heroism würfelt, wenn man Rallye macht. Ist das dann doppelt Rallye? Mal gucken, ihr könnt das ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr denn schon so weit geguckt habt und diese Szene findet. Der nächste Würfel geht an die Polen. Wird hier der Zugführer der Polen werden einfach schießen von da, wo sie sind. Das sind dann drei Würfel auf die Jungs da. Und das ist nur Long Range. Okay. Nächster Würfel, Sowjets. Dann machen die Jungs Rallye. Und wie viele gehen weg? Alle. Polen. Dann versuchen hier die Unerfahrenen. Die Unerfahrenen sollen schießen. Das reicht. Na, Pinmarker weg. Und dann sind das 2, 4, 6 Würfel. Unerfahren und Hardcover auf die 6. Da ist ein Treffer. Und ein Kill. Und dann auch wieder ein Pinmarker auf die Jungs. Nächster Würfel, Polen, das sind dann die. Mal mit denen schießen, wobei drei Pinmarker reguläre. Dann machen Rallye. Klappt. Und dann, wie viele Pinmarker gehen weg? Zwei. Und dann bleibt ein Würfel für die Sowjets und es ist dann für den Trupp. Was sollen die machen? Wir schicken die mal nach vorne mit einem Run. Sofern die ihren Test. Insane Heroism. Ja, damit sind beide Pinmarker weg. Und dann kann ich die noch in Ruhe bewegen. Jo, das war Runde 4. Ja. Die Sowjets haben ordentlich geblutet mit ihren Trupps. Ordentlich Verluste eingefahren. Aber auch für die Polen gab es ordentlich auf die Mütze. Ja, schauen wir, was Runde 5 bringt. Und der erste Würfel kann jetzt schon entscheidend sein. Und der erste Würfel gehört den Sowjets. Ja, was werde ich tun? Die Unerfahrenen hier werden den polnischen Offizier und die Begleiter angreifen. Dann haben die Polen einmal Abwehrfeuer. Und
Ja, zum Start der Bewegung, da sind die Sowjets, sind sie im Offenen, die Masse ja nicht. Ne? Also keine Treffer. Doch, Softcover. Drei Treffer, so rum. Drei Treffer und zwei Kills. Und natürlich dann wieder einen Pinmarker. Aber dann kommen die Sowjets erstmal in den Nahkampf. Sechs Sowjets kommen ja in den Nahkampf, also sechs Chancen, vieren und mehr zu würfeln. Jo, das ist mehr als eindeutig. Dann war es das für den polnischen Offizier und seine Begleiter. Da nützt dann auch Fnatic nix. Und wie weit können sich die Sowjets neu positionieren? 5 Zoll, das ist jede Menge. Ich habe nicht alle 5 Zoll ausgenutzt, sondern die stehen jetzt halt da. Und der nächste Würfel geht an die Sowjets. Dann machen wir wieder eine Snap-to-Action. Ja, ich brauche das. Und dann wird der Truppen Advance machen. Der Offizier wird einen Advance machen. Natürlich. Und die werden auch einen Advance machen. Aber die müssen erstmal ihren Test bestehen. Acht sind unerfahren. Kein NCO und ein Pinmarker, aber der First Lieutenant ist da und bereinigt die Situation. Also alles wie am klappt wie am Schnürchen. Das ist alles nicht so einfach, Leute. Solo spielen kann echt schwer sein. Kann ich euch sagen. Ich fange mit denen an. Die sollen auf die Regulären schießen. Und das sind zwei Gewehre und vier für das leichte Maschinengewehr. Das sind also sechs Schuss. Und wir haben bewegt und Softcover, weil Inexperience hebt sich mit Point Blank auf. Wir also treffen auf die fünf. Wäre jetzt die sieben, wenn ich down gehe. Wir nehmen die 5. Das ist ein Treffer. Und kein Kill, nur ein Punktschock. Das ist ja glimpflich abgegangen. Dann wird der Offizier mit seinen Begleitern auf den leichten Mörser schießen. Auch da ist es Point Blank, Small Team, bewegt, inexperienced. Ist also ohnehin die Doppel-6. Die einfache 6 habe ich. Aber für die Doppel-6 hat es nicht gereicht. Aber hier hinten werden die Polen wohl down gehen müssen. Es ist bewegt. Inexperienced, Point Blank ist auf die 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 4 macht 10 Würfel. 6, 10 Würfel, bewegt inexperienced. Bewegt und inexperienced macht 4 die 5, runter auf die 4 und 2, also jede 6 durch Down.
Es wäre nicht eine vier dabei gewesen. Das ist das, was ich so, ja, was heißt großartig? Was willst du hierbei tun? Ganz ehrlich. Nicht mal dafür, dich down gehen mit. So ein Mist. Egal. Nächster Würfel. So wird's. Ja, soll losgehen hier mit dem BT7. Aber der muss erstmal seinen Test packen. Test gepackt. Und dann muss der sich auch für ein Advanced drehen. Genau, drehen auf der Stelle. Und dann mit dem Turm in die Jungs schießen. Das ist dann bewegt Hardcover. Ist die 6. Dann kann ich auch das Maschinengewehr nehmen. Ja, auch die 6, ne? Wir nehmen das Kampfgeschütz und Haufen auf Hammer und Sichel. Da ist Hammer und Sichel. Heute wollen mich die Würfel echt, weiß ich nicht. Gut. Das sind vier Polen unter der Schablone. Reguläre. Das sind drei tot. Nichts zum Aussuchen. Und zwei Pinmarker. Dann zwei Pinmarker. Nächster Würfel. Polen. Hier das Maschinengewehr. Schießt da drauf. Und die drei Mann gehen down. Dann haben wir Treffen auf die drei. Also wird es die 5. Das ist ein Treffer. Ein Treffer war es und jo. Ein Kill. Und nicht aussuchen. Also sind die Jungs down und verlieren einen Mann. Das war hier Fire. Da ist es down. Und dann haben wir einen Würfel für die Sowjets. Das ist auch der letzte Würfel und das ist der BA10. Dann soll der schießen. Wieder Fubar, aber niemand innerhalb von 12. Und da Alarm gelegt ist, passiert da einfach nichts, außer dass er eben down geht. Gut. Und dann bleiben noch 5 Würfel für die Polen, mit denen ich gleich erstmal gucken muss, was hier noch so passiert. Ich fange mal hier im Wald an. Und nehme den leichten Mörser raus. Von hier bis da. Das müsste in etwa hinkommen. Wenn ich so ein Messgerät finde. Ja, noch. Und dann sollen Sie von hier die Jungs unter Beschuss nehmen. Und dann gibt es einen Adler. Jo, gibt es einen Adler, sehr schön. Ja, sind vier Sowjets drunter. Vier Sowjets. Unerfahren ab der 2. Das sind drei Kills. Und zwei Pinmarker. Okay, eins, zwei. 3. Dann müssen die Sowjets auch gleich testen.
mit zwei Pinmarkern. Schauen wir mal. 8 und 200 ist die 6. Stehen, wie eine 1. Nächste Runde. Dann landet die Granate da ab der 2. Gut. Die mache ich mit denen. Die greifen die an. Wenn ich den Test einfach nur so schaffe, habe ich einen Pinmarker. Dann habe ich Point Blank und... Nee, ich schieße. Ich schieße nur. 8, 9, 10. Klappt eh nicht. Gehen die down. Gut, dann das Anti-Tank-Rifle-Team schießt. Und zwar auf den Panzer. Treffer. 8 Seite. Dann brauche ich eine 6. Nö. Ist aber ein Treffer, ist ein Pin. Richtig? Muss ich hier gleich einen Pin hinpacken. Dann habe ich den Scharfschützen. Der schießt dahin. Treffer. Ein Kill. Damit gibt es keinen NCO mehr. Und der einzelne Sowjet muss testen. Regulär, 9 um 3 erschwert, 6 steht. Hier der Trupp, die sollen eine Fire Order kriegen, also sollen schießen. Müssen erstmal ihren Test schaffen. Reguläre 2 Pinmarker klappt, ein Pinmarker weg. Und dann wird von hier auf den russischen Offizier geschossen. Ich habe geguckt, von hier sind 2 Gewehre und die Bar in Waffenreichweite für den Offizier. Und das ist dann Long Range und Pinmarker. Treffen auf die 5. Das ist ein Treffer. Und das ist ein Kill. Dann hat der Offizier jetzt ein Small Team und bekommt noch einen Pinmarker. Und dann war es das mit Runde 5. Und alter Schwede, das wird ja doch nochmal ordentlich spannend. Ja, auf geht's. Runde 6. Und ja, wie soll ich sagen, die Sowjets hängen noch irgendwie hier drin im Spiel. Obwohl sie richtig auf die Mütze bekommen. Aber sie führen mit 3 zu 0. Und das, obwohl eben Fuba zweimal jetzt mit dem BA-10 der leichte Mörser trifft wie Sau. Alles echt cool. Also läuft gut für die Polen. Aber irgendwie schaffen es die Russen immer und immer wieder, ja, sich zu behaupten. Ja, und der erste Würfel geht an. Oh, die Sowjets. Das ist nicht gut. Ja, dann werden die Jungs die angreifen. Wir sind 8 Sowjets, also 8 Chancen auf die 3 plus. Es sind 6 tote Polen und es sind 2, 4, 6 Polen. Damit hat sich das erledigt. Und wie weit können die Sowjets sich neu positionieren? 2 Zoll. Ja. Das sind jetzt schon 4 Würfel für die Sowjets. Und der nächste Würfel geht an die Sowjets. Gut. Dann sollen die Jungs da weg. Mit einem
Dann mach mal ein Advance. Nein, die gehen down. Okay. Nächster Würfel. So, jetzt. Dann versuchen wir den als erstes den Panzer für einen Advance. Sieben, regulär neun, dann klappt das. Gleich durch den Vorfahren. Und dann wird er von da, wo er ist, auf das HMG schießen. Und zwar mit seinem Maschinengewehr. Das ist dann bewegt und Hardcover. Sechs. Ah, zwei Stück. Reguläre. Vier. Da ist einer. Hier ein Kill und ein Pinmarker. Nächster Würfel. So jetzt. Das finde ich als Pole jetzt gerade doof, dass das der vierte ist. Und dann ziehen wir 9 und das ist ein Weißer. Also sind die Polen als nächstes dran. Er wird Folgendes machen. Die Jungs sollen die angreifen und wir haben kein NCO mehr und haben zwei Pinmarker. Wir brauchen also 6 oder weniger, weil sie regulär sind. Klappt. Dann geht's hier in den Nahkampf. Weil die Polen aus dem Wald kommen, wird gleichzeitig gekämpft. Es gibt also 3 Würfel für die Sowjets und 5 für die Polen. Ja, und dann sterben 2 Polen. Und 3 Sowjets. Und wie weit können die Polen sich neu positionieren? 1 Zoll. Ja, damit ist dieser Trupp vernichtet. Und das ist der erste Punkt für die Polen. Der nächste Würfel geht auch an die Polen. Dann wird der Scharfschütze versuchen, den Punkt zu holen. Alles, was wir brauchen, ist eine 3. Haben wir. Und jetzt eine 4. Haben wir. Mit einem Adler das ganze Ding erledigt. Das ist der zweite Punkt für die Polen. Nächster Würfel. Sowjets. Die Jungs werden die hier angreifen. So ist der Plan. Innerhalb von 12 sind wir. Klappt also. Abwehrfeuer gibt keins. Die haben schon ihren Würfel gehabt. Die Idee dahinter ist folgende. Der Beschuss hätte vielleicht 3 Treffer gebracht, vielleicht 3, die einen töten. Und ja, jetzt versuche ich mit 4 2 zu töten. Und dann hoffe ich, dass die Polen nicht zu stark zurückschlagen. Ja, mal gucken, wie es ausgeht. Das sind 3 Kills. Aussuchen brauche ich nicht. Dann schlagen die Polen zurück, töten 2 und ja, klauen den Sowjets das LMG. Dann sind die Polen vernichtet.
Noch ein Würfel für die Sowjets. Wie weit können die sich neu positionieren? 5 Zoll. Die zwei verbliebenen Mann. Oh, ja. Ein Stück zurück. Nach da. Wow. Okay. Dann war es das damit auch schon. Ja, das sind die beiden Überlebenden. Haben sie ein Stück zurückgezogen. Und nächster Würfel geht an die Polen. Dann. Sollen die nochmal schießen? Sollen die schießen? Ja, die werden nochmal das Feuer eröffnen. Das klappt. Pinmarker weg. Und dann sind es 4 Würfel. Nach der Long Range Small Team. Und down wäre die 6, ne? Doppel 6. Yep. Dann geht der russische Offizier down und dann ist es die Doppel 6. Das hat nicht geklappt. Dann nächster Würfel, Sowjets. Das ist ja dann nur noch der BA-10 und der kriegt eine Fire Order. Acht, neun, der hat sich geschafft. Und dann wird der, wo er, von da, wo er ist, einmal mit dem Maschinengewehr da reinschießen. Das sind 4 Würfel auf Hardcover. Ein Treffer und nichts, also nur ein Pinmarker. Und dann das Kampfgeschütz auf das Anti-Tank-Rifle-Team. Nö. Gut. Und dann bleiben 3 Würfel für die Polen. 3 für die Polen, ja. Das ist einmal das Anti-Tank-Rifle-Team. Von da, wo er ist, schießt er auf den BA-10. So, Long Range. Ab der 4. Das ist ein Treffer. Und dann ist es 1 und Seite ist 2 gegen die 7. Wir brauchen noch einen Adler. Da ist er. Also voll durchschlagen. Und dann eine 2 oder ab der 4. Eine 2. Das zweite Mal lahmgelegt. Zerstört. Der Würfel weg. Noch einer für die Polen. Und dann kommt da ein bisschen mehr Watte hin. Ja, BA-10 ist Geschichte. Und dann ist jetzt das Maschinengewehr dran. Jo, mal gucken. Ne, die gehen down. Gut, und dann haben wir noch einen Würfel für die Polen. Und das ist dann hier der leichte Mörser. Der macht einen Advance nach hier. Und dann brauchen wir ja nur den dritten polnischen Adler für den Mörser. Und dann ist er wohl für die Polen die Einheit des Spiels. Nö, klappt nicht. Aber wenn es eine Runde 7 geben sollte, dann wäre es auf die 5. Ja, dann gucken wir mal. Gibt es eine Runde 7? Nein. Spiel ist zu Ende. Und die Sowjets haben 5 Punkte geholt und die Polen nur 3. Ist also ein Sieg für die Sowjets.
Allerdings haben die Polen die bessere Position, denn historisch ist es so, die Sowjets ziehen sich hier zurück und ja, warten auf Verstärkung, um dann hier auf ein neues anzugreifen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Spielbericht. Ja, es war mal wieder im Polenfeldzug. Ja. Und mal wieder Bolt Action. Auch das. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, ist es natürlich, oder wäre es natürlich super, wenn ihr Patreon werdet oder einfach, ja, uns euren Freunden empfehlt, wenn euch das gefällt, was ich hier tue. Oder wenn ihr in, ja, Südwesten Mecklenburg wohnt, irgendwo Nähe Ludwigslust, Dannenberg, dann könnt ihr auch gerne mich anschreiben und dann gerne mal hier gegen mich vielleicht spielen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dann und tschüss!